Ich habe heute zu Gast die Iris Hammermeister. Herzlich willkommen, Iris. Hallo. Und ich möchte mit der Iris sprechen über die Wirkung von Obertongesang. Magst du noch was zu dir sagen, Iris? Ja, ich kann kurz was zu mir sagen. Ja, Iris Hammermeister, ich bin Sängerin und Stimmbildnerin und habe die Improphysis entwickelt, eine physiologische Improvisation. Habe aber auch eine Obertongesangsausbildung gemacht vor, ich weiß es nicht, 10 Jahren oder so, bei Wolfgang Saus. Mhm. Okay. Und wir hatten uns vor 2 Wochen getroffen mit einer Gruppe unter deiner Führung, wenn man das so sagen kann, Anleitung, und haben Improphysis ausprobiert und damit experimentiert und haben auch noch einen Teil gemacht, ein Experiment mit Obertongesang. Das war so, dass ich für die Gruppe Obertöne gesungen habe. Das waren, glaube ich, so 10 bis 15 Minuten, irgendwas von dem Größenordnung. Und ja, jetzt wollte ich mal fragen, Iris, wie ist es dir da ergangen? Was hast du da erlebt? Also es ging ja auch um die Faszien. Also welche Verbindung haben die Faszien mit den Obertönen? Weil ich das so wahrnehme, dass die Faszien ein Empfangsgewebe ist vom Kosmos, also die Klänge vom Kosmos aufnehmen. Und ich nehme die Obertöne als kosmische Klänge wahr. Und ich habe das so erlebt, dass ich einmal diese Obertöne wirklich wie bunte Blitzer oder Bällchen, Energiebällchen wahrgenommen habe und gesehen habe. Und mit einer ganz hohen Schwingung, ganz hohen Energie und die meinem Fasziengewebe Hallo gesagt haben, irgendwie. Und ich nehme die Obertöne so wahr, dass sie direkt ins Körper oder ins Gewebe gehen und wirken. Und dass sie da verändern und dass sie da, das ist wie wenn Altes aufgelöst oder aufgeschmelzt wird. Und wenn sich da eine Struktur verändert, also ich kann ja auch Klänge in Farben sehen oder ich sehe das Gewebe. Und da haben die Obertöne eine ziemlich starke Wirkung, wenn es um Transformation geht. Ja. Also, dass sich Strukturen von energetischen Strukturen ändern oder auch Gewebestrukturen? Auch Gewebestrukturen, auf jeden Fall. Also, sie sind so hochschwingend, ich sehe die als mit sehr, sehr starkem Licht, dass die auch das Gewebe, das Körpergewebe lichter machen, durchlässiger machen. Wie wenn das Gewebe sich dadurch auch reinigt. Also es ist mit Sicherheit auch sowas wie eine Reinigung, ja, die da passiert. Und hast du da was Konkretes beobachtet jetzt bei einer bestimmten Person oder bei dir selber? Oder? Also ich kann jetzt bei diesem Experiment nicht, aber als ich diese Obertongesangsausbildung gemacht habe, habe ich schon beobachtet, dass es, also das ist ja, Obertöne sind für mich Schwingungen der Liebe. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Mhm. Und die haben keine Emotionen. Das hattest du auch gesagt, ja. Also das sind einfach frei von irgendwelchen Mustern oder Vergangenheit oder weiß ich nicht, Emotionen, sondern das ist eine ganz reine Form, eine ganz klare, reine Form von hochschwingender Liebe. Und das habe ich total gemerkt in dieser Zeit, durch diese Ausbildung gemacht habe, dass sich da was verändert hier oben. Und wie wenn die total in meinem ganzen System irgendwas verändert haben. Ein Zugang vielleicht auch zu einer Liebe oder zu einem, ich kann es, es ist ganz schwer, immer so die richtigen Worte zu finden. Mhm. Ja. Ja. Und du hast ja auch mal kurz angedeutet, dass du damals, wo du diese Obertonausbildung gemacht hast, hat sich bei dir im Leben ein etwas sehr Wesentliches, ja, ereignet? Ja.
Das war während dieser Ausbildung, war das so, dass der Wolfgang besungen hat. Und er hat nicht gesagt, wen er besingt. Und ich hatte das Gefühl, ich habe die Musik gehört, also das, was er gesungen hatte, das habe ich schon immer gehört in meinem Kopf, diese Musik. Und in dieser Nacht sind mir meine Spirits begegnet. Die haben dann sich vorgestellt, wer sie sind, und haben gesagt, das, was meine Aufgabe ist in diesem Leben. Und danach kam eine totale Erwachungsphase, dass ich wirklich so eine, es klingt so blöd, Erleuchtung ist so ein bisschen auch schon abgegriffen der Begriff, aber das war so, ich würde schon sagen, dass ich eine Erfahrung, eine hochspirituelle Lichterfahrung gemacht habe. Dass ich total angebunden war und total in diesem Frieden war und bei mir, in meiner Kraft. Und alle Körperfunktionen waren, also es war wie wenn Netzwerke, alle angeschlossen waren. Ich hatte überhaupt keine Symptome mehr. Es war alles, hat funktioniert. Wow. Ja, das, da habe ich so eine Ahnung gekriegt, wie es sein kann, ja, wenn alles angeschlossen ist und funktioniert. Ich habe ganz anders wahrgenommen. Ich habe Farben viel intensiver gesehen und hatte ich das Gefühl, das erste Mal die Schönheit dieser Welt wahrgenommen. Wow. Und gesehen, dass das, was wir hier haben, eigentlich das totale Paradies ist, aber wir das gar nicht sehen können oder wahrnehmen können, ja. Und das war schon, dieser Zustand hielt, glaube ich, so 2 Wochen an ungefähr, also schon relativ lang. Und ich hatte das Gefühl, ich bin ganz bei mir und trotzdem total verbunden mit allem. Ja. Und das war so genial und da wusste ich, da geht's hin, da will ich wieder hin hier. Und das war wirklich durch die Obertöne, durch die Erfahrung, die ich da gemacht habe, die haben mich dahin geführt, ja. Und hast du daraufhin was verändert in deinem Leben? Hast du irgendwie neue Weichen gestellt? Oder? Ja, ich habe mich mehr der Musik gewidmet. Also das war einfach so, dass nochmal klar war, ich habe ja auch die Botschaft bekommen, ich muss singen oder ich muss besingen. Und habe dann auch nochmal, für mich war diese Ausbildung wieder ein Einstieg in die Musik, ein Einstieg ins Singen auch. Ja. Und dann war klar, ich muss das machen. Ja. Genau. Ja. Schön, danke, dass du das Erlebnis mit uns teilst. Ja. Gerne. Ich habe auch nochmal nachgedacht, das ist unser Experiment an dem Wochenende, wo ich gesungen habe, was ich eigentlich total erstaunlich fand, war im Anschluss diese Stille. Nachdem ich den letzten Ton gesungen habe, war eine unglaublich tiefe Stille im Raum und niemand hat irgendwie Anstalten gemacht, irgendwas zu sagen oder rauszugehen oder irgendwie, es war wirklich richtig stark und es ging über viele Minuten. Stimmt, ja. Das war so eine ganz andächtige Stimmung. Ja, stimmt. Ja. Selbst ich war still und ich tendiere ja immer dazu, immer gleich loszuplappern, Pausen nicht so auszuhalten, aber da war ich auch still, ja, das stimmt. Das war was ganz tief Bewegendes irgendwie. Ja. Okay. Ich danke dir für das kurze Gespräch, liebe Iris. Und wir sehen uns bald wieder. Okay, danke. Alles Gute. Danke.